Also zumindest den Planeten hier, weil der hat gut Metall. Ja, wenn die jetzt denken, die kriegen hier die Baustelle tot, dann tut mir leid, dafür geht das ein bisschen zu schnell. Standing by. So, die wurden schon mal direkt erwischt. Das gefällt mir hier langsam echt aber nicht mehr. Ich würde sagen, bis das stabil ist, sollten wir gucken, was wir mit unseren Rohstoffen machen. Dazu gehört für mich schon mal ein bisschen, ja, Schilde und Hülle mal ein bisschen upgraden. Gerade bei den Sternenbasen macht das relativ viel. So 50.000 Schilde und dann noch 10%, das ist. Also 5.000 Schilde, so ungefähr so viel hat ein Großkampfschiff. Oh, hallo. Schön, dass ihr gerade mitten in die Flotte reinfliegt. Ich würde behaupten, wir erledigen mal hier das Großkampfschiff. Das Ding auch. Wie sieht's hier aus? Boarding Party. Oh ja, das ist sehr gut. Da benimmt man auch mal zwischendurch ein Raumschiff noch. So, wie sieht's hier aus? Ja, das ist fast fertig. Oh Gott, dieser Nebeleffekt. Und ich habe das Gefühl, dieser Metaphasennebel sorgt echt dafür, dass alles sehr schnell heilt. Finde ich gut. Ich meine, gut, hier unsere Feinde trifft das auch, aber wenn man überlegen ist, macht das trotzdem nicht so viel einen Unterschied. Das zieht nur den Kampf ein bisschen in die Länge. Oh Gott, hinterher 70.000. Oh, ja, das war relativ viel. Mal die Waffen ein bisschen upgraden. Madrid können wir nicht machen wegen Cardassianer. Dafür war noch nicht genug, aber wir können vielleicht mal hier die Dinger erforschen. So ein paar Dominion-Großkampfschiffe. Vorausgesetzt, wir hätten die Rohstoffe, die wir nicht haben. Keldon und Vion haben gerade ein paar Probleme. Haben die Cardassianer irgendwelche Großkampfschiffe im Moment? Die haben ja nicht mal Großkampfschiffe. Ich weiß ja nicht, was die für Probleme haben.
Ein bisschen Vorlauf. Was wir aber machen können. Boah, ich muss mich mal richtig hinsetzen. Mehr von denen. Ja, wundervoll. Und ein paar Capital-Schiffe, also Keldon-Klasse haben immer noch ruhig ein paar bauen. Wobei gleichzeitig möchte ich ein paar mehr Dominion-Schiffe dran haben. Wie wär's mit den beiden? Mantis und Chimera. Nachdem das geklärt wäre, habe ich hier, ja, ich habe eine Stufe hiervon. Ich hätte aber gerne noch den Rest. Und das hier muss ich mir auch mal hochziehen. Oh, immer noch 50 und wir haben immerhin ganz 28%, die wir noch abführen müssen wegen der Flotte. Konstruktionsdinger? Naja, brauchen wir echt nicht unbedingt. Ja, okay, kommt hier. Fliegt mal darüber. Das ist das hier. Ach, das Ding, stimmt, damit kann man Verstärkung rufen, ne? Das ist vielleicht hier drüben ganz sinnvoll. Wobei ich mir nicht... Prepare to enter warp. Powering warp engines. Our scientists have developed a new technology. Man braucht, glaube ich, noch eine extra Forschung, damit man. Man konnte mit einer extra Forschung dann noch Verstärkung über diese Station hier rufen. Das haben sie irgendwie ein bisschen seltsam gelöst. Construction work is complete. Gott, ja, das ist das. Das ist das Breen-Ding. So, das Hydra Carrier. Oh ja, den will ich auf jeden Fall auch. Wo schon dabei sind, hier mal ein bisschen Rohstoffe holen. All stations ready. Angriffskapazität. Das Ding. Das Ding ist sogar, glaube ich, relativ stark. Wie sieht's hier aus? Brauchen wir nicht, aber das hier. Ja. Also ich glaube, das Ding ist ziemlich gut gegen Flotten. Und das haben ja irgendwie alle Sternbasen. Warte, muss ich aber noch erforschen, ne? Wo ist denn das? Was da? Polaron-Lanze. Wo? Da. Hier haben wir ein paar Scouts. Und weißt du was? Einfach, weil wir so rich sind. Und wir die Credits brauchen können, bauen wir hier nochmal eine Sternenbasis. Einfach nur hierfür. So, wie sieht das hier aus? Ich glaube, jetzt können wir hier die Schiffe mal... Was ist denn hier? Was ist denn hier los? Oh shit, wie viele... Da hat aber jemand sehr viele Minen. Wo ist das Capital?
Irgendwo, wo ich noch nicht war. Wie sieht das hier aus? Ah, die haben ja auch viele Minen. Dann nehme ich mir den Planeten hier, würde ich mal behaupten. Gehe ich jetzt hin? Baue hier den Carrier und noch eine Keldon. Wobei, falsch. Nee, ich hole mit denen mal. Dass wir auch mal einen Breen dazu haben. Construction work is complete. Command me, Founder. Mal ein paar von denen, damit die Minen aufspüren. Command me, Founder. Our scouts have discovered a new world. Ready. By your will, Founder. Das aus, das ist schon fertig. Okay, okay. Ganz toll. Aber mir gefällt das nicht, was die hier machen mit der Loyalität von meinen Leuten. Und irgendwie brauchen... Nee, das liegt daran, das ist ein großer Planet. Das stimmt. Bei großen Planeten muss man viermal erforschen, damit man wirklich die Artefakte findet, wenn da welche sind. Das haben die hier auch mit, da haben wir nicht mehr verschiedene Planetentypen, sondern wirklich, dass die nur unterschiedlich groß sind und dementsprechend unterschiedliche Technologien brauchen. Gott, was ist denn hier alles? Also hier waren vorhin ganz viele Minen. Wo ist denn das? Ich sehe nirgendwo die Minenfelder in der Auflistung, aber davon hatten sie schön viele. Kommt, ihr seid eine Flotte und ihr bewegt euch schön dahin. Oh, jetzt sind natürlich die... Das Flottending ist natürlich jetzt da. Wo sonst? Das Ding brauchen wir auch hier. Vor allem, was machen die denn hier? Call in Support. Must have ship slots. Ja, würde ich mal behaupten, hier. Das können wir vielleicht auch mal machen. Noch ein bisschen mehr Panzerung für unsere Schiffe. Bessere Torpedos. Ja. Neat. Warte, was? Was machen die denn? Ich weiß nicht, was meine Flotte treibt, aber die kann jetzt mal hier schon alles zerstören. Ja, die Sternbasis hier, das heißt, wir sind im Vorteil. Guckt euch das an, wie die auseinanderbricht. Also diese Valdor-Klasse hält gar nicht viel aus. Vielleicht zwei DD-Index-Dinger. Oh, das ist Tomalak. Okay, erledigen wir. Stimmt, ich glaube, vor dem Add-on haben die KI-Spieler auch nie Helden dazu geholt. Aber jetzt machen die das auch. Keldon verliert so ein bisschen, Guldokard auch. Aber dafür haben wir schon mehrere Großkampfschiffe zerstört. Ich glaube, es wäre vielleicht ganz gut, wenn wir inzwischen mal den Titan dazu holen. Das Tolle an dem Dominion-Titan ist, es ist für mich nicht ein bisschen overpowered, aber der kann, solange wir hier oben noch Vorräte haben, noch mehr von seiner Art hinzuholen. Hat man theoretisch unbegrenzt viele Titanen. Finde ich ehrlich gesagt ziemlich dumm. Aber warum nicht? Kann man jetzt auch nur nutzen, wenn es schon drin ist. Vor allem, weil die Romulaner irgendwie wirklich Probleme machen wollen.
Das hier brauchen wir. Können die schon mal bauen. Und wir gleich das Ding auch bauen. Also, wir bauen das, damit wir gleich das Ding auch bauen können. Ne? Ergibt hoffentlich Sinn. Wie sieht das hier aus? Keldon kann ruhig kaputt gehen, aber... Eigentlich sollte das ja langsam nicht mehr passieren, weil... So, ihr sammelt euch jetzt aber mal. Sammelt euch mal gerade hier. Kann ich vielleicht irgendwas hier machen, das... Wir Sachen... Nee, leider nicht. Jetzt will ich das erforschen, dass das Ding Schiffe heilen kann, aber ich glaube, das können zumindest die Dominion, diese Cardassianer-Sternbasen leider nicht. Wobei ich behaupten würde, meine Flotte gewinnt das Ganze gerade ziemlich hart, nachdem die ganzen Capitals zerstört sind. Hä? Ist das noch nicht erforscht? Aber fast. So. Oder fängst du erst an, wenn... Ah, okay, jetzt fängt er an. Ich wollte schon sagen, weil er hat doch schon zwei Forschungen von den Titanen. Und so viel ich weiß, früher hat man ja, glaube ich, die erste Titanenforschung gebraucht, damit man die Werft erstmal freigeschaltet hat. Aber jetzt ist das nicht mehr der Fall. Keine Großkampfschiffbesatzung, ja. Stimmt, der Titan braucht ja zwei. Und wir brauchen mehr hiervon, damit wir mehr Titanen später holen können. Ah, meine Schiffe sind sofort wieder geheilt wegen dem Nebel. Also ich würde behaupten, der Nebel ist so ein bisschen OP. Warte, habe ich noch Scouts in der Gruppe? Habe ich wirklich? Okay, alles gut, will nichts gesagt haben. Wo ist denn... Keldon, ja, wäre schön, wenn wir eins bauen könnten. Wie sieht denn hier aus? Also das ist der Dominion-Titan. Ich kann die Dominion-Schiffe leider nicht so wirklich auseinanderhalten. Und ich glaube, die meisten hier aus Armada 3 sind auch, glaube ich, selber von den Moddern halt gemacht, weil es nicht so viele verschiedene Schiffstypen gab in der Serie. Also ich glaube, die hatten insgesamt 3 oder 4, die auch alle relativ ähnlich aussahen, bis halt auf die kleinen Schiffe. Also die hat man natürlich sofort vom Rest unterscheiden können, alle schon wegen der Größe, aber sonst... Jedenfalls ist das Schiff bald fertig. Wenn ich sage bald, meine ich jetzt. Da, das Ding, das ist... Ich finde das overpowered. Passt auf. Jetzt haben wir noch so ein Ding. Mit Zitaten von der Gründerin. Wie sieht's hier aus? Kann ich irgendwas machen? Nö, nichts Sinnvolles eigentlich. Aber Keldon müsste eigentlich fertig sein. Und ich glaube, das Ding, ja, komm, du gehst mal ein bisschen auf Auto-Explore. Da, hier, der Planet, da müssen wir hin. Ach, schaffen wir locker. Ich glaube, da können wir uns auch jetzt schon durchkämpfen. Ich speichere trotzdem mal. Schilde verbessern, auf jeden Fall. Kann ich vielleicht noch so ein Titan dazu holen? Nee, der hat immerhin ganze 10 Minuten Cooldown, aber wenn man vor dem Kampf die Flotte, ja,
Da kann man so bestimmt 3, 4 von den Dingern sich dazu holen. Ich glaube, die Dominion-Dinger brauchen auf jeden Fall auch mal ein paar Upgrades. Das und ich hätte gerne auch mal diesen Breen dabei, einfach damit wir ein Breen-Schiff haben. Ja, aber Scientists, die sind total toll. Einigen uns einfach darauf. Das heißt, den können wir uns gleich dazu holen. Schussfrequenz, okay, das ist natürlich auch gut. Damit können wir hier hinein. Weil dieser Sektor so gesehen nicht uns gehört. Ach ja, die Breen mit ihrer Sprache. Das Ding. Also die Energiedämpfungswaffe, also. Das Ding ist, am Anfang war in der Serie war jetzt ziemlich overpowered, auch wenn sie nur ein paar Mal eingesetzt wurde. Also zumindest nur ein paar Mal so, dass man es auch sehen konnte. Und danach haben sie eine Abwehrmethode gefunden und danach war das Ding einfach komplett wertlos. Brauche ich echt sonst irgendwas? 14 Scarab und 17 Rasilak. Ja, okay. Das ist akzeptabel. Ja, der Großteil von Cooldown ist auch schon weg. Was ich mir vielleicht noch machen sollte, ist... Alpha, take us to warp. Oh Gott, jetzt ist die Hälfte von den Mein Gott. Irgendwie verstehen die nicht den Sinn von zusammenfliegen. Jedenfalls ist das Breen-Schiff jetzt erstmal zurückgeblieben und muss erstmal vor... Was? Bitch, please, greifen die mir jetzt mich an. Ist eigentlich egal, weil die können es mit meiner Sternbasis sowieso nicht aufnehmen, außer die wollen. Vor allem, weil die spätestens jetzt sowieso wissen, das war eine doofe Idee, weil ich die angreife. Los, greift die Valdor an. Ich finde die Valdor-Klasse eigentlich ganz schön, muss ich sagen. Schade, dass die nur in Nemesis vorkam. Nemesis war halt echt kacke. Also zwei Titanen, das ist schon echt richtig heftig. Einfach alles, worauf ich sage, dass sie angreifen sollen, stirbt auch sofort. Ansonsten, warum so... Ach, jetzt sind die hier rüber geflogen. Call in Support, mal gucken, wie sieht das aus? Also im Prinzip in der Battle Group. Oh, eine Galor. Na kommt, helft mal der Sternbasis da drüben. Während wir hier drüben mal ein bisschen zerstören. Warte, haben wir jetzt zwei von den Dingern? Nee, haben wir nicht. Stimmt, das braucht auch irgendwie mehr... Warte... Verstehe ich das richtig? Das braucht jedes Mal mehr.
80 Supply für Level 1 und 60 für Level 2. Ich weiß jetzt nur nicht, ob das davon abhängt, wie viel man da rein investiert oder ob das auch davon abhängt, wie viel man mal geholt hat, weil wenn es teurer wird, je mehr man hat, dann wäre das zumindest schon mal ein Limit drin. Vom Gasgiganten bombardieren, würde das... Macht das überhaupt irgendwie Sinn? Nein. Ach Gott, Leute, nicht. Nee. Lass das Minenfeld in Ruhe. Wobei, warte, okay, jetzt haben wir ein Problem. Wir müssen nämlich die Sternbasis auf jeden Fall erledigen. Sonst können wir diesen Planeten nicht übernehmen. Aber die waren natürlich jetzt so schlau und haben... Die Sternbasis in ein Minenfeld reingelegt. Ja, die Flotte hat hier ein bisschen keine Probleme, würde ich behaupten. For the Union, ja, hier, für Cardassia und für das Dominion. Oh, schön, sie zerstören das Schiff, das ich geändert habe. Ich glaube, ich verstehe. Ich glaube, ich kann nur einen pro Level aktiv halten und es geht nur bis Level 2 maximal. Also, es gibt ein Limit. Alles in Ordnung. Soweit zumindest. Nee, ich möchte mich ehrlich gesagt nicht mit der Sternenbasis anlegen. Das Problem ist, dass ich so aber, glaube ich, einen Umweg fliegen muss. Wo so eine hohe Reichweite hat es nicht. Ich habe gar nicht die Raumschiffe, um eine Sternenbasis anzugreifen. Ich glaube, das ist das Problem. Ich glaube, wir brauchen jetzt schon Artillerie. So Steamrunner-Klasse zum Beispiel bei der Föderation. Aber wir können trotzdem einfach durchfliegen. Polaron-Partikelfeld, Water Commander. Ihr fliegt da mal hier rüber. Und dann sind wir nur noch zwei Sprünge entfernt von dem Capital. Und ist auch irgendwas, was wir erforschen sollten? Das hier auf jeden Fall. Reichweite, Feuerfrequenz, Schaden, super. Das hier haben sie irgendwie nicht zerstört. Aus irgendeinem Grund fliegt auch das eine Schiff alleine vor. Jetzt kommen die ganzen Schiffe und auf einmal kommen... Und meine Flotte. Und dann denkt sich Pirat erstmal so, oh shit. Das.
Ah, ich sehe, das sind drei Sprünge. Fliegt dadurch, weil ich habe mal das gehabt, dass ich sowas hier hatte, das irgendwie so übereinander war. Und dann konnten meine Schiffe irgendwie nicht springen, weil die nicht damit klarkamen. Möchte ich jetzt ehrlich gesagt vermeiden. Move us to warp. We must not allow this to transpire. Mutara-Nebel. Ich vermute, wenn sie es richtig gemacht haben, dass es auch die Schilde ausschaltet, oder? Ich weiß nicht, ob die es überhaupt machen konnten, aber... Nee, ich sehe echt keinen, dass irgendwie die Schilde runtergehen. Zumindest nichts, was direkt durch den Nebel verursacht wird. Ich weiß nicht, dann weiß ich echt nicht, was der tut. Also ob der überhaupt irgendwas tut. Also Mutara-Nebel war ja das Ding aus Zaun des Kahn, wo der Showdown dann passiert ist. Und im Armada war es so, dass wenn man da reingeflogen ist, die eigenen Sensoren und die Schilde ausgefallen sind, beziehungsweise von jedem, der reingeflogen sind, weil das Schiff auch versteckt war. Und man es im Prinzip von außen auch nicht sehen konnte. Und es war stark verlangsamt. Moving. Moving. New heading. Moving. Komm, hier. Oh shit. Nicht. Haut ab, solange ihr könnt. Hier ist gar keine Sternenbasis, aber jede Menge Minen. Ich finde das echt nicht gut, was die KI mit ihren Minen veranstaltet, weil... Also ich weiß nicht, ob sie das vielleicht gebufft haben, aber ich fand echt, dass die Reichweite von dem Minenaufspüren-Ding... Haben sie es gebufft? Ich kann es nicht beurteilen, aber es war, finde ich, viel zu wenig, um das vernünftig machen zu können. Also ich finde es ja okay, dass man sagt, ich muss ein paar Aufklärer in der Flotte haben, um Minen zu entdecken, aber dann soll das bitte auch die gesamte Flotte können, die vielleicht von allen Schiffen, die in der Reichweite sind, können dann Minen sehen. Das wäre vielleicht effektiver als einfach nur jede Mine im Umkreis ist sichtbar und kann dann abgeschossen werden. Weil das funktioniert selten sehr gut und ich glaube, ich weiß nicht, ob sich das geändert haben, aber die Borg hatten im Original Armada 3 leider auch keinen Aufklärer. Also der Aufklärer von denen konnte das halt nicht. Also die beste Möglichkeit, ein Minenfeld zu räumen, war mit dem Titan oder mit einem Kubus da reinzufliegen. Wenn man... Ich meine, meistens hat es sowieso keinen Unterschied gemacht, weil die Borg einfach so viel aushalten, aber ich finde das trotzdem ein bisschen bescheuert. So, ihr könnt das... Ich finde es schade, dass wir keinen... Romulanischen Titanen gesehen haben. Hätte ich gerne mal gesehen, aber leider haben die irgendwie es nicht fündig gehalten, einen zu bauen. Oh, noch zwei Großkampfschiffe, die verzweifelt versuchen wollen, den Planeten zu retten. Kriege ich das jetzt irgendwie hin, das hat auszuschalten? Leider nicht. Ich denke, das ist jetzt... Ich weiß gerade nicht auf die Schnelle, wie ich das hat ausschalte, aber das hier kriegen wir hin. Aus irgendeinem Grund fliegt die Kamera immer weiter runter. Gott verdammt, die Kamera fliegt immer weiter runter aus irgendeinem Grund. So. Keep playing.
Dann würde ich sagen, das Let's Play ist eigentlich schon beendet. Wenn ich jetzt es schaffe. So. Wenn ich jetzt schaffe, wieder das HUD aktivieren. Ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr ja Bescheid sagen. Ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal.